Kann euch nur empfehlen, seid nicht so dumm wie ich. Ja, die können aber noch ein bisschen mehr, wie ich finde. Könnt ihr mich bequatschen, wie ihr wollt. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Es ist schon irgendwie krank, aber es ist auch irgendwie geil und es ist irgendwie übertrieben. Es ist irgendwie alles zusammen. Hallo zusammen. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit hier schon ein Video gemacht zu diesen Daily Custom Griffen mit Titan und dem Labyrinthmuster drin und ich fand die richtig cool und habe in dem Video auch schon angedeutet, dass das mit Sicherheit nicht die letzten Daily Customs Griffe waren, die ich mir holen werde. Und genau das ist passiert. Ich habe mir hier noch ein paar oder sagen wir ein bisschen mehr als ein paar Griffe geholt von Daily Customs und möchte als erstes mal ein großes Lob an diese richtig coole Verpackung aussprechen. Also da haben sie sich selbst übertroffen. Es macht richtig Spaß, mit dieser Verpackung das auszupacken, in der Hand zu halten. Das ist ein kleines Event, wie ich finde. Ja, aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen, sondern darum, was drin ist. Und zwar erstmal hier noch ein paar Schrauben, falls man Clip festmachen möchte. Und hier oben nochmal so ein bisschen Polstermaterial, damit es nicht so hin und her wackelt. Und jetzt finde ich das richtig cool. Noch so eine kleine Karte, wo dann draufsteht, was für ein Modell man hat, welches Material. Und hier habe ich für das 91er Modell die zweite Version, also 91.2 in Messing, Plain und mit einem Beadblast Finish. Also im Prinzip die einfachste Version. Die kosten jetzt so hier 60 Euro. Seriennummer ist noch mit dabei. Und ich habe die allerdings nicht so belassen, sondern ich habe die mit Ammoniak und Salz behandelt und später gestonewashed und dann mit einem Zwei-Komponenten-Lack besprüht. Und das sieht jetzt so aus. Ziemlich cool, wie ich finde. Hatte eigentlich vorgehabt, die so ein bisschen blau oder türkis zu machen. Ist mir allerdings überhaupt nicht gelungen. Also ich habe das Salz drauf gemacht und habe dann eine halbe Stunde gewartet und das Salz war auch komplett blau, aber nachdem ich es dann abgewaschen habe, war da nichts mehr von übrig und das war auch nicht komplett blau, wie man das manchmal auf irgendwelchen Bildern sieht, sondern es hat nur so einen ganz leichten Blaustich gehabt, wenn man es richtig ins Licht gehalten hat, aber ist im Prinzip auch ziemlich egal, weil ich finde das, wie es jetzt aussieht, ziemlich cool. Ja, das sind die ersten, die ich mir gekauft hatte, dann die zweiten, in dem Fall, wie ihr es sehen könnt, wieder aus Messing, Plain, Beadblast. Nummer 44, aber hier habe ich ein bisschen dunkleres Finish drauf gemacht. Das war der erste Versuch, da war es ein bisschen dunkler, beim zweiten Mal war ich da ein bisschen geschickter. Ich finde, das sieht auch ein bisschen besser aus mit diesen hellen Stellen, die noch drauf sind. Und auch der Lack ist mir hier nicht ganz perfekt gelungen. Hier ist er ein bisschen gleichmäßiger. Hier sehen wir an der einen Stelle, ist eine ganz kleine Stelle, aber egal. Darauf soll es ja nicht ankommen, man kann den Lack auch weglassen, dann altert das halt nur ein bisschen nach und wird ein bisschen dunkler. Das wollte ich verhindern, ich wollte die genauso behalten. Deshalb am Ende der Lack und noch ein Stonewash Finish. Dass ich halt auch so ein bisschen, dass es halt noch ein bisschen abgerockter aussieht. Ja, als drittes hatte ich mir hier die in Titan bestellt und auch hier Plain und Beadblasted. Und die werde ich jetzt auch noch mit einem Finish versehen. Die kommen an Cybertool. Und da habe ich mir gedacht, auf jeden Fall muss da ein Stonewash Finish dran. Das gefällt mir richtig gut. Und bei der Farbe, also ich werde die Hitze anlaufen lassen. Da bin ich mir noch nicht sicher, mache ich Bronze. Bronze mag ich eigentlich sehr gerne, aber Cybertool, da würde Blau ganz gut passen. Also eine technische Farbe, da muss ich mir noch was überlegen. Und habe gedacht, da lasse ich euch mal teilhaben. Also das ist ja jetzt gelaufen, die Nummer, die sind schon fertig. Da mache ich mal ein paar kleine Aufnahmen, Praxisaufnahmen. Ja, und als letztes habe ich die hier bekommen von Daily Customs. Und zwar in Messing wieder, Plain. Und jetzt mal in Wasteland Finish. Also das ist dieses Endzeit-Finish von Daily Customs direkt. Und das sieht auch richtig cool aus. Das sieht so golden aus, hat auch einen Stonewash-Finish. Ich zeige dir mal einen kleinen Vergleich. Paar Makroaufnahmen zwischen denen, die ich gemacht habe. Also das links oder ja unten sind jetzt die ich gemacht habe in dem Ammoniak, Salz, Stonewash und lackierten Finish und oben dann die von Daily Customs direkt. Sieht ein bisschen goldener aus und man sieht auch das Stonewash ein bisschen mehr, dadurch, dass es ein homogeneres Muster ist. Bei mir habe ich halt diese Flecken drauf durch das Salz. Ich finde beides ziemlich cool. Bin mir noch nicht sicher, an welches Modell die kommen werden. Also ich habe hier ein Kompakt plus Zange, da mache ich vielleicht die hier drauf, bin ich mir noch nicht sicher. Die Wasteland dann vielleicht an das Deluxe Tanker ohne Zange, da bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht kommen die hier drauf. Ich habe hier auch noch das Cyber Tool, das muss noch gemoddet werden, also das sind die Tools noch nicht so richtig. Da sollen die beiden, also Dosen und Flaschenöffner sollen weg und alles sollen mit dem Acid Stonewash Finish versehen werden. Da kommen dann vermutlich die Titangriffe drauf. Die Idee ist einfach, dass ich hier beim Cybertool schon recht breites und schweres Modell habe. Und da wollte ich dann nicht die schweren Messinggriffe haben, sondern leichte Titangriffe. Und da merkt man wirklich einen gewaltigen Unterschied. Also ich würde mal spontan so aus dem Handgelenk sagen, dass die ungefähr doppelt so schwer sind, die Messinggriffe. Und das dachte ich wäre doch dann ganz cool,
wenn ich dann ein bisschen leichtere Griffe an das Cyber-Tool machen werde. Überhaupt macht mir das gerade richtig viel Spaß, das so ein bisschen rumzumodden, rumzubasteln, rumzuhandwerken. Ihr habt ja schon gesehen, die Acid Stonewash Mods mit verschiedenen Tools, also nicht so, wie sie original von Victorinox kommen, sondern genauso, wie ich sie halt für mich haben möchte. Das ist ein ziemlich cooles Bastelprojekt. Das macht mir sehr viel Spaß, da bin ich gerade dabei. Mal schauen, vielleicht mache ich da auch dieses Mal ein Video. Mal schauen, bin ich noch nicht ganz sicher. So, jetzt geht's ans Anodisieren, beziehungsweise ich habe ja keine Anode und das wieder nicht über Strom gemacht, sondern eher Hitze anlassen, wäre wohl der korrekte Begriff dafür. Und da werde ich als erstes mal mit Bremsreiniger hier die Griffe entfetten, denn ich möchte ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis. Man kann auch andere Sachen nehmen, die das Fett entfernen. Also was man da nimmt, ist letzten Endes egal. Wichtig ist halt nur, dass das gesamte Fett runterkommt. Und auch hier wichtig, dass man so ein paar Gummihandschuhe anhat, um nicht wieder dann neu Fett drauf zu bringen. Ja, ich bin jetzt soweit fertig mit dem Hitzefärben, habe den Bronzeton so getroffen, wie ich das mir vorgestellt hatte, habe allerdings hier auch so ein paar kleine Flecken reinbekommen beim Abkühlen danach. Ja, und jetzt werden die noch gestonewashed und dazu habe ich die hinten mit Klebeband versehen. Ich möchte ja hinten kein Stonewash-Finish haben, da sollen ja weiter Planen aufliegen. Also gerade so ein bisschen Duct Tape drauf und dann kommen die jetzt in meine improvisierte Stonewash-Kiste. Also da habe ich mir gerade im Wald ein paar Steine gesammelt, habe ein bisschen Ballistol rein. Da kommen die dann rein und das Ganze wird dann einfach gut geschüttelt. Die können aber noch ein bisschen mehr, wie ich finde. Da sieht man noch nicht so viel drauf. Ja, definitiv noch eine Weile rein. Jep, das sieht gut aus. So hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt werde ich das Ganze noch abwaschen und mir dann in Ruhe anschauen. Und das finale Ergebnis sieht jetzt so aus. Und ich finde, die können sich durchaus sehen lassen. Also ich finde die richtig cool geworden. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Der Fleck ist nach dem Abwaschen auch rausgegangen mit ein bisschen Seife und Wasser. Da hatte ich erst die Befürchtung, dass der dauerhaft drin bleiben könnte, aber ist er nicht. Er ist zum Glück problemlos weggegangen. Das Stonewash-Finish könnte ein bisschen stärker sein, aber das wird mit der Zeit auch so reinkommen. Und die Farbe finde ich richtig cool. Was meint ihr? So, ich bin mit den Umbauten fertig und ein kleiner Fun-Fact zwischendurch. Für euch sind nur wenige Sekunden vergangen, für mich hingegen 6 Monate. Also damit ist das jetzt offiziell das Video, wofür ich am längsten gebraucht habe bis jetzt. Aber okay, ich habe noch auf ein paar Schrauben gewartet, ich habe ein paar Clips abwarten müssen, bis die gekommen sind und so weiter und so fort. Also hat sich alles gezogen, aber ja, das soll es nur am Rande eine kleine Info gewesen sein. Euch interessiert vermutlich viel mehr, wie die Ergebnisse aussehen. Und ich würde fast vorschlagen, wir fangen an mit den Titan-Scales. Und ihr habt ja schon gesehen, dass ich mich für Bronze entschieden habe. Also das Hitzeanlassverfahren, das habe ich ja gemacht, euch eingeblendet. Wohingegen ich mich umentschieden habe. Also ich habe die Titan-Scales jetzt doch nicht auf das Cyber-Tool montiert, sondern auf das andere Modell hier. Warum ich das gemacht habe, darauf gehe ich gleich ein.
Aber kommen wir erstmal zu dem Messer oder fangen hiermit mal an. Also erstens habe ich hier die Tools mit einem Acid Stonewash versehen, dass sie so dunkel und schwarz sind. Und anstatt des Kombi-Tools, also theoretisch ist es ein Kompakt, aber nur theoretisch, weil ich habe hier das Kombi-Tool entfernt und mit einer zweiten kleinen Klinge ersetzt. Also ich habe noch die Klinge, ich habe die Schere und jetzt halt das kleine Kombi-Tool. Dann habe ich zu dem kleinen Benchmade-Clip, also ich habe so einen Benchmade Mini Deep Carry Clip in Schwarz dran gemacht und da habe ich noch schwarze Schrauben bestellt. Die haben noch ein bisschen gedauert, bis die da waren. Und ich habe die Öse dran gelassen bei den anderen Modellen, also für diesen Ring. Habe mir noch ein Lanyard dran gemacht und bei den anderen Modellen habe ich das abgemacht, dazu aber dann gleich mehr. Ja, ich habe schon gesagt, die Titan-Scales hatte ich ja eigentlich vor, auf das Cyber-Tool zu machen, weil die relativ leicht sind und das Cyber-Tool relativ breit aufbaut. Und habe mir halt gedacht, dass ich dann das Gewicht noch ein bisschen zumindest niedrig halten kann. Habe mich dann jetzt dagegen entschieden, aus dem ganz einfachen Grund. Das hier ist das Cyber-Tool. Da habe ich jetzt die Messing-Scales dran gemacht. Und zwar, ich habe hier diesen Bithalter und dieser Bithalter, der hat dieses fleckige Retro-Patina-Finish und es hat so perfekt zu diesen Scales gepasst, sodass ich mich dafür entschieden habe, die Messing-Scales hier dran zu machen. Obwohl es damit jetzt natürlich verdammt schwer ist. Also wir reden hier von einem Gewicht von knapp 200 Gramm. Also das ist jetzt kein Messer mehr, was ich mitnehme. Das wollte ich ja eigentlich verhindern mit den Titangriffen. Aber das passt halt einfach perfekt hier. Ich mache mal eine kleine Makroaufnahme. Also ihr seht dieses Fleckenfinish hier drauf und das passt natürlich einfach absolut zu diesen Griffen hier. Da musste ich das so machen. Das ging gar nicht anders. Ja, da hatte ich also quasi keine Entscheidungsmöglichkeit mehr, das war quasi schon so vorgegeben, dadurch, dass halt das so geworden ist. Übrigens auch noch eine kleine Info, das Tool hier, das nimmt das Acid Stonewashing dann unterschiedlich an, also je nachdem, welche Modellreihe man hat, kann es sein, dass da gar nichts passiert oder dass es halt irgendwie so fleckig wird, hier wie bei mir. Ja, Grundmodell war hier das Cyber Tool M und was habe ich gemacht? Ich habe einen Layer entfernt. Normalerweise sind hier noch Dosenöffner und Flaschenöffner. Die habe ich rausgemacht und habe dann hier auch die, ich glaube, da war eine kleine Klinge, die habe ich auch rausgemacht und habe hier ein Cyber-Tool-Kombi-Tool reingemacht. Was habe ich noch gemacht? Das Messer ist ja insgesamt zu breit, um das mit dem Clip zu tragen. Deshalb habe ich mir so einen Clip-Insert hier bestellt vom Peter Döring und habe den auch noch mit so einem Patina-Finish versehen. Das ist jetzt so ein keltisches Kreuz, würde ich mal sagen. Das ist auch ganz interessant. Also diese Scales hier, die habe ich mit Ammoniak und Salz und so behandelt. Das hat vielleicht ein paar Stunden gedauert, vielleicht einen halben Tag. Und das Insert hatte ich dann erstmal 3 Tage in dieser gleichen Lage drin gehabt oder im gleichen Gefäß. Und da ist einfach nichts passiert. Dann habe ich es abgeschliffen, habe es eine Woche drin gelassen und erst dann hat es so ein bisschen eine Patina bekommen. Das fand ich ganz interessant. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so unterschiedlich sein kann. Ich meine, klar, Messing hat eine andere Zusammensetzung teilweise, aber dass die dann sich so massiv äußert, das hätte ich fast nicht gedacht. Ja, als letztes habe ich noch den Ring hier entfernt. Also das heißt, dann ist es hier schön rund. Also bei dem Modell habe ich ja den Ring dran gelassen. Und ach ja, die ganzen anderen Tools hier sind auch mit einem Acid Stonewash Finish versehen. Das passt einfach, glaube ich, ganz gut. Zange ist ja noch dran, auch die mit einem Acid Stonewash Finish versehen. Im Grunde war es das auch schon wieder. Dann mehr habe ich da eigentlich nicht dran gemacht. Was vielleicht auch noch ganz witzig ist, dass ich jetzt quasi so ein Custom hoch 5 habe. Also ich habe hier ein Victorinox customized, ich habe Daily Custom Scales customized und ich habe ein Custom Insert, auch das nochmal customized. Also gar nicht Custom hoch 6, wenn man das so sehen will. Also es ist schon ein absolutes Unikat, also quasi ziemlich cool. Ist natürlich jetzt relativ schwer, also das ist nichts mehr, was ich jetzt einstecken würde, deshalb auch Clip werde ich hier garantiert nicht dran machen, das ist zu breit, das ist einfach ein cooles Spielzeug, ich finde es optisch ziemlich geil, ich finde es auch ganz praktisch, dass ich jetzt einen Layer weniger habe, jetzt kann man es auch noch als Schraubendreher benutzen, wenn man es doch mal benutzen möchte, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, aber im Grunde ist es nicht als User gedacht, sondern eher als liegt daheim und man freut sich, dass man es hat und sieht halt einfach richtig cool aus. Vielleicht mal alle von der Vorderseite zeigen. Dann kommen wir zu dem dritten Umbau. Das sind die Wasteland Scales. Also die Messing Scales, die von Daily Customs schon mit einem Patina Finish oder mit so einem Endzeit Finish versehen wurden. Auch hier habe ich ein Acid Stonewash Finish drauf auf die Klinge und alle anderen Tools. Ich habe auch hier das Kombi Tool entfernt, habe eine kleine Klinge dran gemacht. Auch hier habe ich die Öse entfernt und dann habe ich jetzt hier einen Benchmade Clip dran gemacht. Diesen Benchmade-Clip habe ich noch mit einer Säure geätzt, dass er so zu den Tools passt. Also ihr seht ja hier, der Flaschenöffner, Korkenzieher,
ist so ein bisschen dunkler und der Clip passt jetzt halt optisch da perfekt dran, finde ich. Und hier habe ich noch anthrazitfarbene Schrauben dran gemacht, also nicht die silbernen oder die bronzeanodisierten. Ich kann euch die Schrauben vielleicht auch mal kurz zeigen, weil das war auch noch ein gewisser Eck, da passende Schrauben zu finden. Warum habe ich jetzt rausgezoomt? Also das sind die Schrauben, die ich selbst mit dem Hitzeanlassverfahren Bronze anodisiert habe, in Anführungszeichen anodisiert. Und das sind, also beziehungsweise das sind ja die Schrauben, die dabei waren. Die waren silbern und die habe ich halt mit diesem Bronze-Finish versehen. Und dann habe ich nachträglich noch bestellt solche schwarzen Schrauben. Allerdings mit einem Kreuzschlitz. Komplett schwarz. Die waren nicht so leicht zu bestellen. Also da werde ich vielleicht euch mal die Bezugsquelle verlinken, dass ihr die nicht ewig suchen müsst, weil ich habe eine ganze Weile rumgesucht und rumgefragt. Und dann habe ich noch die hier. Ne? Die ist jetzt runtergefallen. Also dann so eine anthrazitfarbene mit Torx. Ich glaube, 6er Torx müsste das sein. Die hatte ich dann auch noch bestellt. Auch da werde ich euch die Bezugsquelle, wenn ich die noch finde, das war irgendein Ebay-Shop. Ich glaube, die einen kamen sogar irgendwie aus dem Ausland. Also das sind die beiden, die ich nachträglich bestellt habe. Also wenn das jetzt auf dem Video schlecht zu sehen ist, dann würde ich ein Foto einblenden. Die einen sind halt schwarz, die anderen anthrazitfarben, die einen haben Kreuzschlitz, die anderen haben Torx. Die habe ich dann damit ersetzt, die Originalschrauben, damit das halt einfach hier perfekt dran passt. Also hier habe ich einen schwarzen Clip und dann habe ich jetzt schwarze Schrauben und hier habe ich einen anthrazitfarbenen Clip und anthrazitfarbene Schrauben. Im Grunde war das auch das, was ich jetzt hier gemacht habe, also Schrauben und, Kleinigkeit hätte ich ganz vergessen. Ich habe die Scales hier noch mit einem 2K-Lack behandelt, damit das Finish so ein bisschen konserviert ist und nicht so leicht Kratzer reinkommen. Und ich mag auch diesen minimalen Glanz. Also vorher waren die ja komplett matt, jetzt haben die so einen Seidenglanz-Look oder Seidenmattglanz, wie auch immer das heißt. Also da habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Ach ja, zu den Clips komme ich später, aber da habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Also ich habe hier richtig viel gemacht. Kommen wir zu dem absoluten Highlight, also meinem absoluten Favoriten. Und der wird mich garantiert nicht verlassen. Da könnt ihr mich bequatschen, wie ihr wollt. Den verkaufe ich nicht. Das ist das hier. Das war der dritte Versuch. Also da muss ich mal kurz ausholen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass der zweite Versuch hier besser geworden ist als der erste. Und bei dem ersten Versuch, den gibt es jetzt gar nicht mehr, den habe ich nochmal eingeschickt zum Neustrahlen, habe die dann zurückbekommen und habe mir mal richtig Mühe gegeben. Damit habe das Ganze indirekt mit dem Ammoniak behandelt, also mit Ammoniakdämpfen, habe das in wärmere Umgebung gestellt, habe das mit geguckt, dass hier kein Ammoniak direkt drankommt, sondern halt nur mit den Dämpfen gearbeitet wird. Und dann kam das Ganze mit so einem, sagen wir mal, Messingfarben und dann hatte ich so Kupferflecken drauf, kupferfarbene Flecken, noch so weiße Stellen, ich vermute irgendein Salz oder sowas. Da kam das halt so raus und ich fand das schon richtig cool, war ein bisschen verwundert, dass es so extrem anders geworden ist. Und fragt mich bitte nicht, warum irgendwie, was mich da geritten hat, irgendwie hatte ich das Bedürfnis, da nochmal mit dem Gasbrenner dran zu gehen und das nochmal zu behandeln. Und dann kamen diese grün, blau, türkisfarbenen Teiche oder Seen, das sieht irgendwie aus wie so ein Seegebiet oder so eine Mondlandschaft oder so ein Himmelskörper oder so ein, ach was weiß ich, irgendwie, ich finde, es sieht so einfach nur richtig cool aus. Also ich bin extrem begeistert davon, wie das geworden ist. Also das ist so ein Messer, was mich niemals verlassen wird. Vielleicht wie solche Raumfotos, wo man irgendwelche Milchstraßen fotografiert und irgendwie sowas in die Richtung ist. Ich finde es einfach nur richtig geil geworden. Und jetzt ist hier auch noch ein Steel Flame ein Steel Flame Clip dran. Das ist jetzt der XL, also nicht die ganz große. Ich glaube noch, es gibt noch einen größeren. Es gibt vielleicht noch, es gab gleich zwei größere. Es gibt die kleinen, dann gibt es noch die ein bisschen größeren, die mittlerweile ersetzt wurden. Dann gibt es jetzt diesen XL Clip, dann gibt es einen XXL Clip und dann gibt es noch so einen krankhaft großen, aber den habe ich nur einmal gesehen. Ich glaube, das war so ein Custom Ding. Das ist jetzt der Vigilant Hardness Clip in Bronze mit roten Augen. Und der bewacht jetzt dieses Messer hier. Das ist natürlich total absurd, das Teil. Das ist mir auch klar. Also dieses Messer wird man so nicht einstecken, nicht mitnehmen. Das wiegt jetzt sogar über 200 Gramm. Hier hatte ich ja knapp 200 Gramm. Das ist sogar noch mal schwerer. Also ich meine, guckt euch mal diesen extrem brutal breiten Clip an. Das ist natürlich jetzt irgendwo auch lächerlich. Aber es ist auch irgendwie wieder geil. Also ich meine, das stelle ich mir auf den Tisch oder habe es auf dem Tisch liegen. Und immer wenn ich es anschaue, dann muss ich breit grinsen und freue mich, wenn ich es in die Hand nehme mit dem hohen Gewicht. Das macht schon richtig viel Spaß. Was habe ich sonst noch gemacht? Also ich habe auch hier einen Acid Stone Wash Finish auf die ganzen Tools gemacht. Ich habe jetzt hier quasi ein Kompakt, allerdings Kompakt plus Zange. Die Zange ist noch dazugekommen. Fand ich irgendwie ganz witzig von der Idee. Und die Scales, die habe ich ja mit diesem ziemlich richtig coolen Finish. Also das ist natürlich Glückssache. Also das ist auch nicht reproduzierbar. Selbst wenn ich jetzt wollte, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal so hinkriegen. Da habe ich dieses Finish drauf gemacht und habe dann noch die Schalen auch wieder lackiert mit einem 2K-Sprühlack, damit das auch so bleibt und nicht mit der Zeit sich nochmal ändert.
Ja, hier habe ich auch die anthrazitfarbenen Schrauben drauf. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal vielleicht ein bisschen kleineren Clip dran machen soll. Ich habe mir noch einen Steel Flame Clip, eine Nummer kleiner. Also ich denke, der wäre irgendwie schon ein bisschen... Also wenn ich es benutzen wollen würde, dann würde ich wahrscheinlich diesen kleinen Clip dran machen, weil das schon irgendwie ein bisschen runder aussieht. Ach, ich weiß nicht, was runder aussieht. Vielleicht sieht das auch... Es ist schon irgendwie krank, aber es ist auch irgendwie geil und es ist irgendwie übertrieben. Es ist irgendwie alles zusammen. Also mir macht es einfach verdammt viel Spaß. Also das ist ja ziemlich cool geworden, wie ich finde. Das kann ich jetzt auch gar nicht so hinlegen, dass ich euch die Show-Seite zeigen kann, weil es würde nicht halten. Kann ich was? Ja, nee, hält nicht, leider. Oder? Vielleicht lege ich noch was drunter. So. Ich lasse es, ich stelle es einfach so hin. Ihr müsst mir jetzt verzeihen, dass das Ganze nicht so passt, aber irgendwie doch ganz gut ist. So, auf die Clips wollte ich noch ganz kurz eingehen. Also ich habe jetzt hier unterschiedliche Clips. Ich habe jetzt hier von Benchmade den Mini Deep Carry Clip in Schwarz. Dann habe ich jetzt hier den Split Arrow Clip, der war satiniert eigentlich. Und satiniert heißt bei Benchmade Hochglanz. Den habe ich dann geätzt und nicht mehr gestaunt. Den habe ich nur geätzt. Dann habe ich jetzt hier noch einen Clip, einen Split Arrow Clip, der war auch satiniert, den habe ich, also der war Hochglanz, bei Benchmade heißt es satiniert und den habe ich jetzt tatsächlich satiniert. Also ich habe da mit Schleifpapier mit einem feinen so Streifen drauf gemacht und den Clip, der hier dran war, den hatte jemand anderes customized, der ist gestrahlt worden. Also habe ich jetzt eine gewisse Auswahl an verschiedenen Clips und die kann ich alle an diese Daily Custom Scales dran machen. Also wie ich lustig bin, kann ich jetzt, komm schon. Also ich habe den Split Arrow Clip in Schwarz. Theoretisch hatte ich ihn satiniert, den habe ich halt umgewandelt in geätzt. Dann habe ich ihn satiniert, echt satiniert, also nicht mehr Hochglanz poliert. Dann habe ich den Standard Clip mit einem Glasperlstrahl Finish. Dann habe ich den Mini Deep Carry Clip in Schwarz. Und da kann ich jetzt hin und her wechseln, wie ich gerade Lust und Laune habe. Ich fand diesen Deep Carry Clip irgendwie ganz praktisch hier dran, weil das Messer dann doch relativ tief verschwindet. Allerdings baut er relativ breit auf. Ich weiß noch nicht, ich probiere da jetzt einfach mal ein bisschen durch. Dann habe ich ja noch den Steel Flame Clip hier, den kleinen, den kann man auch durchaus auch mal benutzen. Also das ist jetzt nicht so absurd wie der hier, dass man den nicht dran machen kann, weil das Messer dann doppelt so schwer wird, sondern das ist so ein kleiner, cooler Clip. Das würde wahrscheinlich auch irgendwo gehen. Mal gucken, ob ich den vielleicht mal hier dran mache oder so. Würde natürlich auch irgendwie recht cool aussehen. Also auf jeden Fall habe ich da massig Spielraum jetzt, was Clips und Scales und Mods und sonst was angeht. Also ich habe da eine recht gute Auswahl jetzt, wie ich finde. Eventuell kommt dann demnächst noch mal so ein kleines Daily Customs Modell dazu. Mal gucken, was ich da mache, ob ich da auch rumbastle und das probiere irgendwie mit einem Acid Stornosh Finish zu versehen oder ob ich da mal ein bisschen die Füße stillhalte und da mal nicht so viel Arbeit reinstecke. Aber ich finde, das ist jetzt eine richtig coole Daily Customs Sammlung, die ich jetzt hier habe. Da bin ich richtig happy mit. Habe genug Auswahl von einem normalen Kompakt bis zu zwei verschiedenen erweiterten Kompakts, also ohne das Kombi-Tool, aber mit kleiner Klinge. Dann habe ich ein Cyber-Tool, was ein bisschen kleiner, aber dafür deutlich schwerer ist. Dann habe ich das Kompakt plus Zange. Also ich bin da jetzt, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Vielleicht ist auch eins zu viel. Vielleicht verkaufe ich auch eins von den beiden, weil die sind ja quasi doppelt. Also von den Tools her. Titan ist halt schön leicht. Messing mit dem Wasteland-Finish sieht ein paar Nummern besser aus und fühlt sich irgendwie auch hochwertig an durch das Gewicht. Kleiner allgemeiner Hinweis vielleicht noch, also ich habe das mit dem Ammoniak geätzt, die Tools und auch das Finish, und nicht die Tools geätzt, das Finish hier mit diesem, das Patina-Finish habe ich mit Ammoniak gemacht und ich habe dann eine Dampfwolke abbekommen, nachdem ich da irgendwie Ammoniak, Salz und Essig gemischt hatte und hatte keine Schutzbrille auf. Also ich war da richtig dumm, kann euch nur empfehlen, seid nicht so dumm wie ich. Zieht euch, wenn ihr mit Ammoniak und so weiter und so fort arbeitet, immer eine Brille an, zieht euch Handschuhe an, zieht euch am besten auch noch einen Atemschutz an oder überlasst es Leuten, die wissen, was sie machen, also nicht mir, sondern wirklich wissen, was sie machen. Und es kann halt auch schief gehen. Ich habe das halt, wollte es gerade auf den Balkon stellen und habe dann irgendwie noch was dazu gekippt und plötzlich kam da eine Dampfwolke mir entgegen. Ich habe es dann schnell weggehalten, habe ein bisschen was noch abbekommen. Also passt da bitte auf oder arbeitet am besten gar nicht erst mit Ammoniak. Also ich will euch da eigentlich auch gar nicht ermutigen, sowas zu machen. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, lasst besser die Finger davon. Das ist eigentlich die bessere Entscheidung. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hatte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Natürlich auch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.